Jo, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk About This. Und zwar gucken wir uns erstmal, dass man die Skins anmischt. Wenn wir selbst mal angucken, Bild von Syrah, Frost kriegen, Idee. Also den Skin und den Skin will ich auf jeden Fall noch haben. Ja, Rest muss nicht sein. ja, der Grund, warum ich jetzt gerade so hektisch das aufnehme, ist aus dem einfachen Grund. Ich habe ja gerade das eine Bronze 4 Game aufgenommen. Und da ist gerade der Diamant-1-Spieler aus meinem aus meiner Freundschaftsliste ist gerade fertig geworden, hat ein neues Spiel angefangen. Es handelt sich hierbei um die Vayne, den Nerdalicios, den ich da kommentiere. Dann packen wir mal ganz kurz die AD Carries nebeneinander, dann packen wir die Midlaner nebeneinander, dann packen wir die Jungler neben... Lol. Serat? Hä? Willkommen in der Luft der Beschwörer. Vega ist Support? Echt jetzt? Es gibt anscheinend auch Trolls in Diamant. Ja, Vayne, okay. Akali ist top wahrscheinlich, gell? Genau. Und Syrah ist auch Support. Was mache ich hier für ein Scheiße? Jetzt. Versuch mal, meine Bestimmung ist das Fressen tödlicher Kreaturen. Mein Hobby. Hey, ich wollte das Hobby hören. Ich hab das Hobby nicht gehört, Mann. Na gut, ich glaube. Ich glaube, ich muss nicht unbedingt kommentieren, ob die Standard-Builds hier richtig sind. Es sind ja mal ein Spieler. Ich glaube, die haben mehr Erfahrung im Game als ich. Und man sieht jetzt schon mal gucken, die Wische mal angucken. Okay. Das ist keine Schwäche gegen einen stinkenden Gegner. Okay. Ich habe keine Zeit für Unsinn. Also die Vision hier ist ja auf jeden Fall... So. Gut, jetzt ist gerade keine Vision mehr da, aber gerade eben war schon mehr Vision da. Und da geht's auch los mit dem Buffs. K6 beginnt mit dem Red Buff, wahrscheinlich, weil Lee wahrscheinlich invaden wird. Und Lee beginnt mit dem Blue Buff. Das kenne ich zum Beispiel ganz anders. Zum Beispiel starte ich mit Lee mit dem Blue Red Buff. Aber wahrscheinlich hat K6 einfach nur darauf reagiert, dass Lee mit dem Blue Buff startet. Und Lee hat es mitbekommen wahrscheinlich. Nehme ich jetzt einfach mal an. Und geh rüber zum Red Buff. K6 jump wahrscheinlich Nee. K6 will invaden. Okay. Und es sind geht es. Oh, mal schauen. Na, das wird aber glaube ich nichts mit dem Invade von K6. Okay. Und für alle, die das Bronze-Game von gerade eben noch in Erinnerung haben, mit 80 Farmen nach 30 Minuten, die werden sich hier gleich umgucken, wie das hier farmtechnisch aussieht. Und ja, ich werde auch wieder dem der Vayne natürlich sagen, dass ich sie aufgenommen habe. Irelia ist auf der Mitte? What the fuck? K6 hat ihn sogar gekillt. Oh mein Gott. Das ist ja nice. Moment, Irelia auf der Mitte. So. Das laufen hier schon ganz eigenartige Kombinationen herum, aber ich denke mal, die können sich leisten. ich würde euch gerade den K6 sehen. Ja, und den killt er auf jeden Fall. Na, killt sie nicht? Killt er, wusste ich doch. Ist aber echt knapp für ihn. Oh, da kommt der Sinn. Ohoho, na, aber er rennt weg, okay, das ist... Aha, da ist gewordet! Verpiss dich da! Das ist gewordet, nein, das ist gewordet! Nein, mach's nicht! Hat der ein... lalala. Ich will nicht Lachs sagen, ist wahrscheinlich gesehen worden von ihm. Oh, und... Vayne? Überlebt Vayne das? Der Flash war ein bisschen unnötig, aber okay. War ein Versuch wert. Und Vayne ist weg. Oh, getroffen. Nochmal getroffen. Ah ne, das ist sein Cage. Da hat er nochmal ganz gut überstanden. Die Rehe auf der Mitte habe ich auch noch nicht gesehen. Aber mal schauen, ob das sich das bewährt. Da war wahrscheinlich gerade das Mana von ihr alle. Irelia, Mana, ja, Mana war alle. Das hasse ich mit dir.
Ich jump mir die Rehe so gern von Kuh zu Kuh, aber leider geht das Mana irgendwann alle. Okay, Akali schützt sich ganz gut gegen den Malphite, weil beide nur einen einzigen Fernkampfangriff haben. Und Akali kein Mana braucht dafür. Und da kommt K6 als Gank, aber der wird wahrscheinlich jetzt nach hinten losgehen, oder? Weil da hat er noch ein bisschen zu viel Leben. Lol, sie flasht. Echt, sie flasht. Okay. Oh mein Gott! Tot. Das war jetzt so ein typischer Fail-Flash. Das hätte man nicht machen sollen, aber okay. Okay, Botlane passiert momentan nicht so viel. 1k Vorsprung fürs blaue Team. Oh, okay, sie bleibt zum Schiff. Da hätte jetzt vielleicht ein Dodge von der Vayne ganz gut getan. Ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht, wenn die Vayne dann den an die Wand dodgen, an die Wand pinnen raushaut, ob das dann in der Barriere endet oder ob es darüber hinausschießt, das kann ich gar nicht sagen. Die Kombination hatte ich noch nie. Schade, 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 schade. Vayne! Oh mein Gott, Vayne! Oh, 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 oh. Jawohl! Aber sie stirbt dabei leider. Aber nicht schlecht. Ja, da habe ich mal noch einen Kill geholt, das heißt 1-1 für beide. Da kommt der Jungler. Und der Gegner-Jungler ist auch da. Und ich würde sagen, K6 ist tot. Yep, K6 ist sowas von tot. Und sie haben echt beide noch bekommen, ey. Das war eine ziemlich dämliche Aktion von der Tristana in dem Moment. Aber okay. Wie gesagt, das ist meine eigene Meinung. Ich weiß, das sind Diamantspieler. Ich bin bestimmt nur halb, nicht mal halb so gut wie die. Aber deswegen gebe ich trotzdem da meine ehrliche Meinung dazu ab. Und deswegen tragt es mir nach. Und der Malphite sollte aufpassen, wenn die jetzt Level 6 wird, dann könnte das... Oh, der Kali. Oh mein Gott. Sie bleibt echt noch da? Mutig, mutig, noch eine Kuh und sie ist tot. Und so eine Kuh ist schnell mal gedrückt. Wow, what the fuck? Akali ist so, hat so heftigen Attack, hat so einen heftigen Damage. Und das verliert. Nice geflasht, auf jeden Fall. Und da stirbt jetzt der Führer. Und auch die Tristana kann da nichts machen. Wir sind ein bisschen wenig Leben, aber das kann man sich auf. Irea, oh mein Gott. Und das war's für ihn. Nice mitgedacht, auf jeden Fall. Richtig cool. Jetzt natürlich ein Problem für die Tristana. Sie ist auf der falschen Seite, aber die nutzt das nicht aus. Wahrscheinlich doch ein bisschen Angst davor, dass sie Level 6 wird. Ich habe hier gerade richtig leckere Brokkoli-Lasagne übrigens vor mir stehen. Die kann ich jetzt nicht essen, weil ich gerade reinswitchen musste ganz schnell, damit ich das Game hier noch aufnehmen kann. Es ist kein Goldvorteil, das ist auch ziemlich ungewöhnlich. Oh mein Gott. Und auch, dass so viele Kills entstehen, ist ungewöhnlich für Diamant eigentlich. Eigentlich wird mehr gefarmt. In 1,5 Minuten gibt es dann die Farming-Auswertung. Bei Diamant setze ich übrigens einen Farm von 80 pro 10 Minuten an. Weil ich der Meinung bin, das kann man in dem Level locker schaffen. Man hat, wenn man Diamant ist, hat man genug Zeit gehabt, um sein Last-Hitting so zu verbessern, dass man wirklich jeden trifft. Ich meine, selbst bei mir ist Farm von 70 normal eigentlich und ich bin Bronze. Deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass das erreicht werden kann. Da wird der Blue Buff gemacht bei Minute 9. Das ist auch was, was du in Bronze niemals erreichen könntest. Es sei denn, du bist Master Yi und hast deine Feral Flare. Nee, Quatsch, Warwick und hast deine Feral Flare schon. Dann ist das Müll oder Shaco mit Saulti zusammen. Okay. Und jetzt die Ulti. Lol. Da haben sich gerade die Ultis gedodged miteinander, ey. What the fuck? Hab ich auch noch nicht gesehen, ey. Oh. Tot.
Nein. Er hat's überlebt. Er hat's überlebt. Wow. Hart. Aber jetzt, das wird auf jeden Fall zwei Kills. Hat er sich von der Kali killen lassen, damit es keine Assists gibt. Da stirbt der Rat noch. Und Lee, weiß nicht, was der jetzt vorhat. Entkommen oder ich glaube, er will sich vom Tower killen lassen dann. Okay, Katz 6 verfolgt ihn gar nicht weiter. 7-6 nach 10 Minuten und es kommt die Farming-Auswertung nach diesem kleinen Moment. Aber da passiert glaube ich nicht mehr viel jetzt. Tristana und Vayne haben beide meiner Meinung nach zu wenig Farm. Irelia hat gut Farm, auch der Zerat hat noch ganz okay. Die beiden Jungler liegen ein wenig hinten, haben dafür aber auch ordentlich gegankt. Das muss man ihnen zugute halten. Das sieht böse aus für dieses Talent, aber okay. Die Supporter machen ihr Ding da ganz ordentlich. Und die Toplaner. Na, da hat der Kali einen ganz guten Farm. Ansonsten der Malphite ist da ein bisschen rausgenommen gerade. Ja, okay, der Malphite ist gut rausgenommen. Also die einzigsten guten Farms, die ich gerade sehe, haben Irelia, die haben die Midlaner. Die Midlaner sind echt gut am Farm. Oh, sie kriegt ihn, okay, super. Irelia gankt Toplane. Botlane meine ich. Kriegt aber keinen Kill dabei hin. Da kommt der Sinn. Ulti auf Irelia. Irelia kriegt. Sehr schön, Irelia tot. Auch wenn der Support einen Kill gekriegt hat, aber ist ja egal. Sehr nice. Und da sollte es weggehen, das könnte sonst hier Ende werden. Ah, okay, das... Nice, geflasht. Da stirbt er noch an. Und Akali stirbt am... Ich kann gar nicht so viel kommentieren, wie hier gerade passiert. Das wird das Ende, glaube ich. Und wer kriegt den Kill? Lassen kriegt den Kill. Da kommt der TP von Irelia. Aber da kann auch sie nicht mehr viel machen. Doch, lol. Lol. Komm, mit der Kuh über die Minions. Super, nice gemacht. Super geil. Okay. Ja, sie pusht gleich durch. Serat geht von hinten ran und... Tut mir leid, da habe ich jetzt zwei noch nicht gedacht. Serat geht von hinten um den Tower herum. Um der Irelia Einhalt zu gebieten, aber da kommt noch der AD Carry, das wird jetzt schwer. Irelia geht back. Hat wahrscheinlich gut Gold auf dem Konto. Weiß ich nicht, oder geht er... Okay, sie tut mal so. Irelia, was tust du? Ah, Irelia dived. Macht Tristana da mit? Oh, Irelia tot. Das war irgendwie mega klar, dass das passiert. Ich wusste zwar jetzt nicht, dass der Dings, aber ich glaube auch gegen die Vayne hätte es sonst nicht geschafft mehr. Weil sie hat keine Rüstung, muss man mal dazu sagen. Irelia hat keine Rüstung bis jetzt. Und das sieht böse aus für die Vayne. Denn wenn jetzt die Tristana einen Hops macht, sind beide tot. Würde ich jetzt mal sagen. Muss. Bei Diamant ist es so, einerseits gehen sie weniger Risikos ein, andererseits sind manchmal Risikos da, wo du denkst, okay, das hätte ich... Oh! Nice gemacht. All in und da war sie tot. Akali Flash tut da ihre Kuh. Ja gut, okay. Also ich muss sagen, auf dem Toplane sieht es auch ganz gleich aus, obwohl der Malphite vier Tode hat und zwei Kills hinten liegt, sieht es noch ganz okay aus auf der Toplane. Und der Melf gibt das Magieresistenz, okay gut. Okay, Akali, würde ich sagen, ist damit tot. Und die Kuh sitzt! Warum deckt er eigentlich nicht auf? Er kann doch aufdecken mit Lissin. Die E von Lissin deckt doch Akali auf, warum macht er das nicht? Oh, und da kam der Counter-Gang. Counter.
Ohoho. Und tot. Nee, hat er nicht mehr bekommen. Okay, schade. Kraft ohne Können ist bedeutungslos. Nicht schlecht. Okay, auf der Mitte hat sich jetzt der AD Carry eingefunden. Vega. Oh, nicht getroffen. Na, da bekommt es ein Problem, aber ansonsten alles okay. Die Wards, vor allem die Wards gefallen mir so gut. Guckt euch mal die Vision an. Hier, die haben beide Flussseiten geworden. Da kann auf der Mitte nichts passieren, ohne dass sie es wissen. Und hier, Blau hat eine Flussseite und den Gegner noch einen Jungle ein bisschen. Na gut, okay, das ist jetzt nicht ganz so viel, wie ich mir erhofft hatte, aber auf jeden Fall ist auf jeden Fall mehr Wischen drin als in allen Bronze Games. Und da fliegt der Tower. Und jetzt kurz passiert. Ja, okay, die Supporter ist tot. Oh, aber. Nee, schade. Ah doch, da kommt Rosana noch. Okay, tot. Ich kann das gar nicht alles beobachten. Das geht. Ich habe eigentlich mit weniger Kills gerechnet in dem. Oh, da hat die Kuh getroffen. Ich habe mit weniger Kills gerechnet, damit ich besser kommentieren kann, aber es fliegen hier echt Kills ohne Ende. Aber es bleibt aber immer Gleichstand. Und da kommt die Rea und macht höchstwahrscheinlich. Ja, das wird ein Kill, ganz easy. Und da kommt Akali noch. Jetzt wäre natürlich cool. Okay, da kommt. Das ist Sinn, aber beide zusammen könnten eigentlich gegen Lee Sin pushen. Autsch. Ah, da ist noch Vega und ja, da kommt der Dutch. Und das war's. Jetzt ist Sinn. Warum? Warum nicht die E? Die deckt doch auch auf. Okay, oben der Supporter hat natürlich keine Chance gegen Melf. Die Rea kriegt da eine Kuh ab, die natürlich mega sinnlos ist, weil Vega ja überhaupt nicht stacken kann. Frage ich mich, warum man Vega genommen hat. Muss man nicht machen. Aber wie gesagt, ist ja eben seine Entscheidung. Solange es funktioniert. Und das ist ein Kill für den Jungler. Hey, jetzt gedacht. Ich kann da immer noch keinen Favoriten, aber Blau kristallisiert sich und das ist ein Kill. Nee. Oh mein Gott, Akali stirbt sogar noch. Und da stirbt es auch Irelia, da hat sie keine Chance gegen. Ah, nice. Ich kann das gar nicht, das ist mir zu viel Action gerade hier. Da wird der Vision Ward vom blauen Teamblatt gemacht. Red wurde jetzt ordentlich. Der Drake wird gepinkt, weil zwei Leute sind tot. Das heißt auf Deutsch, da kann nicht viel passieren. Und Cut 6 auf dem... Und... Ulala. Und tot. Nice gemacht von Rhaegar. Und auch Cut 6 wird jetzt sterben. Oh, sogar... Oh, sogar Vayne stirbt hier wahrscheinlich. Nee, okay, nee, ich glaube, Vayne stirbt hier nicht. Doch, okay. Alter, das Syrah drückt Schaden, ey. What the fuck? Irelia versucht sie halt aber gegen solche eine Chance. Da kommt Katzix doch. Katzix würde sterben jetzt. Könnte gut passieren, dass Katzix gleich tot ist. Na, ein bisschen bei dem Farm. Okay, das mit dem Itembild lasse ich mal raus jetzt, wie das, wie sie ihre Items bauen, weil da kann ich echt nicht viel sagen. Da haben sie wahrscheinlich wesentlich mehr Ahnung als ich. Da wird um den Blue Buff gekämpft gerade. Und um den Drake gleichzeitig noch. Ah, er um den Drake. Aber da hat es Blau den Drake. Und da kommt er. Oh mein Gott. Oh, erster. Oh, das wird nach hinten losgehen. Na gut, aber der Drake hat sich trotzdem noch rentiert. Doppeltötung für das violette Team. Ist zwar in dem Sinne gut, aber der Drake gibt mehr Geld. Und die machen zum Baron. Okay, zwei sind gestorben, dann machen wir auf zum Baron. Ist auch kein Wort vom blauen Team da. Das heißt, da kann auch ganz schnell gemacht werden. Irelia hat wahrscheinlich gerafft. Die sehen auch, Irelia kommt. Aber die hat da keine Chance. Okay.
Das war ein ziemlich dämlicher Engage von der Lustana. Aber die konnten Battle nicht machen, das ist sehr gut. Auf dem Level